Mit dem Importer können Sie schnell und einfach Daten in Ihre Sage 100 importieren. Dabei ist es egal, ob es sich um Adressen, Artikel, Preise, Statistiken, Belege etc. handelt. Für alles können Sie Vorlagen erstellen, um im Zweifel auch regelmäßig zum Beispiel Artikel und/oder Preislisten von verschiedenen Lieferanten in verschiedenen Formaten zu importieren. Definieren wir mal zusammen einen Import von Kunden. In den Definitionseinstellungen wählen wir Kunden aus und verbinden uns mit der Datenbank. Legen wir nun fest, wie das Importformat heißen soll. Nun können wir einen Vorlagekunden auswählen. Alle Daten, welche nicht in der zu importierenden Datei enthalten sind, werden dann über den Vorlagekunden geladen. Im nächsten Schritt laden wir uns die Kundendatei in die Vorschau. So können wir den Aufbau genauer prüfen und bei Bedarf anpassen. Über die Import-Definition legen wir die Zuordnung der Felder fest und bestimmen, wie Felder miteinander zusammenhängen. Jeder Spalte der CSV-Datei kann nun eine Tabelle und ein Feld zugeordnet werden. In der Tabellenauswahl werden alle relevanten Tabellen mit Kundendaten aufgelistet. Es werden immer 3 Datensätze pro Spalte angezeigt. Das hilft uns dabei zu überprüfen, ob die Werte in der Spalte korrekt sind. Damit Sie keine fehlerhaften Daten importieren, prüfen wir vorher auf Plausibilität. Fehler können wir nun rasch korrigieren. Wenn alles fertig ist, speichern wir die Definition als Vorlage und können sie für andere Importe verwenden. Jetzt importieren wir mal ein paar Kunden. Ein kurzer Blick in das Protokoll. Alles prima gelaufen.